Willkommen zu einem neuen Unboxing von der ASUS Sauna Essence One. Das ist ein USB DAC und Kopfhörerverstärker. Ihr habt vielleicht im letzten Video gesehen, wo ich euch hier mein neues Zimmer gezeigt habe, dass da ein TAC steht. Den habe ich wieder zurückgeschickt, weil der Macken hatte. Und dafür habe ich mir jetzt was anderes bestellt, den ASUS Sauna. Wie gesagt, ein USB-DAC und Kopfhörerverstärker mit 8-mal symmetrischem Upsampling. Und der Karton ist echt schwer, 5,5 Kilo circa. Nicht das gute Stück. Und hier habt ihr nochmal die ganzen technischen Daten drauf, die ich euch hier jetzt mal zeige. By the way, ich denke mal, ich lese sie euch vor. So, wir haben hier einmal einen Rauschabstand von 120 Dezibel. Dann einmal ein Balanced Output, Unbalanced und Headphone. Also einen symmetrischen, einen unsymmetrischen und einen Kopfhörerausgang. Ich hoffe, ihr könnt so lesen. Ein Frequenzgang von 10 bis 48 kHz. Er nutzt USB 2.0 Highspeed. Und für die ganzen Audio-Freaks stehen hier nochmal die ganzen technischen Daten drauf. Also was hier genau verbaut ist. Oh Mann, der ist richtig schwer, der Karton. Also... Hier habt ihr noch dieses Logo, was ihr gleich sehen werdet oder hier oben auch seht. The Essence of Sound King. The 4000 years old chime of Tiger represents not only mankind's endless pursuit of the essence of sound, but also Sauna Essence's serious commitment to offer the best audio quality. Heißt also, dieses Symbol repräsentiert das Bestreben nach bestem Klang, aber die ASUS Sauna Serie bemüht sich drum, den besten Klang herzustellen bzw. den zu ermäßigen, sagen wir mal so. Ihr habt hier drin die Karte an sich, ein USB-Kabel, ein Netzkabel, ein 6,3 auf 3,5 mm Klinkenadapter, ein User-Manual, eine Treiber-CD und ein individuelles Testchart von diesem Gerät wegen dem Klangspektrum. Das werdet ihr gleich sehen. Und dann müsst ihr hier oben dieses doppelte Segel irgendwie durchschneiden. Das ist ein bisschen Gefummel. Und dann bekommt ihr die Box auf. Genau, das ist hier dieser King oder Queen, wie auch immer man es ausspricht, dieser Tiger, der den besten Sound symbolisiert in der ASUS Sauna Serie. Das habt ihr bei diesen Soundkarten auch schon, Sauna STX, ST und STX2 und STU und was es da alles gibt. Also ich bin mal gespannt, wie der ist. Hier seht ihr das Gerät auch schon. Das könnt ihr so schön ausklappen hier. So ein kleiner Pappdeckel. Links und rechts habt ihr Zubehörkartons, die, wenn ihr sie zusammensetzt, wie rum auch immer, nicht den Tiger ergeben. Okay, finde ich ein bisschen blöd jetzt. egal. Also, hier drin, in den rechten, finden wir... Oh, das finde ich cool. Manche werden sich jetzt wundern, aber...
Das ist ein Stromstecker. Und zwar nicht der deutsche, sondern der englische. Der sieht so aus. Ihr habt hier den ganz normalen Kaltgerätestecker. Mit sogar einer integrierten Sicherung bis 13 Ampere. Okay. Ja, brauche ich nicht, weil ich wohne nicht in England und ja. Was ich aber echt ganz gut finde, da dann auch die Engländer oder speziell Asus keinen anderen Stecker produzieren muss, sondern einfach beide beilegen kann. Und damit hat sich die Geschichte. Also sehr schön gemacht von Asus. In diesem anderen, tja, was, ihr könnt euch denken, was sich darin verbirgt, oder? Der 3,5 auf 6,3 mm Klinkenadapter. Zwei Feinsicherungen, was mir neu ist. Die sind hinten für die Strombuchse. Da ist eine Sicherung mit drin. Also falls es mal irgendwann nicht funktionieren sollte, versuchen auszutauschen. Ich zeige euch gleich noch wo. Ich habe hier einmal ein USB-Kabel. Und das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Aber gut, ich habe mir schon ein gutes bestellt von Amazon. Und hier ist natürlich der deutsche oder der Euro-Stecker drin. Dieser ganz normale Stecker, den wir alle kennen mit dem Kaltgerätekabel. Was ich aber auch nicht brauche, weil ich schon ein Kabel verlegt habe. Und jo, im Endeffekt brauche ich eigentlich nur das Gerät. Und das, meine lieben Freunde, sieht so aus. Und ist kalt und schwer und sehr kalt. Holy shit. Und so sieht das gute Stück aus. Ihr habt hier Asus, den Power-Knopf, ein Upsampling, ein Input, einen Mute-Button, den Volume-Regler. Der ist gerastert und scheint aus Metall. Ein extra Regler für den Kopfhörer und den vergoldeten Kopfhörerausgang. Dann hier dieses Symbol. Den King, Ching, wie auch immer. Ihr habt hier Cinch-Ausgänge, also den Unbalanced Output oder unsymmetrisch, hier den symmetrischen XLR-Ausgang, Toslink-Eingang, Koaxial-Eingang, USB-Eingang, natürlich alles vergoldet. Und hier ganz wichtig, den Stromselektor. Wie es hier steht, Voltage. Damit müsst ihr einfach auswählen, ob ihr 230 Volt oder 115 Volt habt. Denn in England gibt es ja nicht 230 Volt, sondern weniger. Entweder 115, 150, irgendwie so um den Dreh. Da das schon richtig steht, mache ich dieses Siegel mal los. Und hier ist diese Feinsicherung. Dieses kleine Kästchen hier unten. Das ist das, was ich meinte. Sind ein paar Fingerabdrücke drauf, ja, liegt aber dran, weil es kalt ist. Könnt ihr es lesen? Hoffentlich. Sonar Essence One 250 VAC. Seriennummer. Und ja. Das Gerät kann was ganz Besonderes, denn ihr könnt das Gerät hier an diesen Schrauben in den Ecken losmachen und die mittleren hier hinten. Und dann könnt ihr da sogenannte OP-Amps tauschen. Das sind kleine Bauteile. Blende ich euch ein Foto ein. Damit könnt ihr den Klang von der Soundkarte beeinflussen. Also wirklich sehr toll gemacht. Hier haben wir dann das restliche Zubehör. Und wenn ich finde, zeige ich euch jetzt noch diese Testchart. Ich packe sie mal kurz aus. Hier habt ihr einen Aufkleber, den könnt ihr euch irgendwo hinkleben. Eine Polsterung. Safety Information und User Manual.
Das ist dieser Audio Precision Test Report. Die Treiber CD, Package Contents und Safety Information. Also ein Quickstart Guide. Mach mal kurz das Licht ein bisschen anders, dann blendet das nicht so. Und hier habt ihr von meinem Gerät den individuellen Test. Genau. Hier habt ihr die Frequency Response. Ich zeige es euch so. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Das Licht blendet ein bisschen. Das ist ein bisschen schlecht jetzt. Ansonsten seht ihr es auch nochmal in meinem Review. Dann mache ich da Fotos von. Und auf jeden Fall finde ich das ganz cool, dass wir sowas Individuelles und hübsch gebundenes bekommen. Also sieht echt schick aus, wirklich. Klasse. Und das war es dann auch soweit mit meinem Unboxing. Und in nächster Zeit kommt dann das Review zu der Asus Sona One. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.